Ja, der Demenzkranke hat immer recht. Und das ist ein Satz, den treibt manche einen zur Weißglut. Das ist die reinste Kriegserklärung für manchen pflegenden Angehörigen. Wie soll man damit umgehen? Ja, oder muss man einfach seine Perspektive verändern, um diese Situation ja zu meistern? Also auf jeden Fall herzlich willkommen zu diesem Video und herzlich willkommen auch dir, Irini, ein weiteres Mal zu diesem Thema Demenz. Du bist wirklich die absolute Fachfrau für Demenz und hast da also wirklich ganz bestimmt sehr viel dazu zu sagen, wie ein pflegender Angehöriger ja damit klarkommen kann oder vielleicht auch nicht. Oder? Mal sehen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Dorothea. Guten Morgen. Also grundsätzlich möchte ich schon sagen, dass die Betreuung und die Pflege eines kranken Menschen bereits schon echt eine große Herausforderung für Angehörige darstellt, ja. Aber wenn dann noch eine demenzielle Erkrankung dazukommt, ist natürlich die Betreuung, die Pflege und die Versorgung nochmal deutlich erschwerter, weil wir einfach bestimmte Verhaltensweisen nicht nachvollziehen können, was der Mensch jetzt eigentlich macht. Und uns muss einfach nochmal bewusst werden, und das hatten wir in den ersten drei Videos ja auch immer wieder gesagt, der Mensch rückt von unserer Welt, von unserer Realität, rückt er ab in seine eigene Welt, in seine Realität. Und manchmal kommt er noch ein bisschen zurück zu uns, dann ist er auch ganz klar, dann können wir Fragen stellen, dann antwortet er ganz klar, dann kann der Mensch sich auch erinnern. Das geht aber nur, wenn er wieder bei uns, in unserer Welt, in unserer Realität ist. Und je weiter der Krankheitsprozess negativ voranschreitet, desto mehr rückt er ab von unserer Welt, von unserer Realität, ab in seine Welt, die anders ist, die komplett anders ist. Und aus welchen Gründen auch immer, und das weiß man nicht, kommt der Mensch manchmal wieder zurück in unsere Welt. Wie gesagt, dann ist er klar, dann versteht er uns und dann rückt er ab. Und zwischen unserer Welt und seiner Welt ist sogenannte oder ist der sogenannte Schwebezustand. Und je mehr er manchmal in unsere Welt kommt, desto mehr versteht er wieder, ist klar. Aber geht er, rückt er wieder in seine Welt, da herrschen andere Normen, andere Konventionen. Sein Land, sein, ja, man sagt so schön auch im Anderland, das sagt Erich Schützendorf so schön, im Anderland ist alles anders. Das heißt, der Mensch, der in seine Realität abrückt, in Anderland sozusagen, da gibt es keine Konventionen, da gibt es keine Normen. Das ist das Land der Tränen, das ist das Land der Wut, der Freude, der Peinlichkeiten, der gebrochenen Tabus. Auch, wie gesagt, Aggressionen sind da möglich. Also da ist alles an Emotionen, wie bei uns in unserer Realität auch. Und wenn wir dann natürlich vor der Situation stehen, dass der Mensch etwas anderes wahrnimmt und etwas anderes sieht und wir es aber anders sehen und anders empfinden, dann muss man sich fragen, wer hat jetzt recht? Und in dem Moment, wo der Mensch mit Demenz sagt, draußen ist es aber sehr kalt und eigentlich scheint die Sonne, es ist Sommer, 30 Grad, und er zieht sich einen Wintermantel an, dann ist in seiner Realität gerade kalt, dann ist es in seiner Realität gerade Winter. Und es macht dann in dem Moment wenig Sinn. Ganz im Gegenteil, es schürt eher Konflikte, wenn ich ihn darauf aufmerksam mache, dass es jetzt Sommer ist, dass 30 Grad draußen sind und dass er völlig inadäquat gekleidet ist. Er wird es nicht verstehen, weil er in seiner Welt es anders erlebt und anders empfindet. Und im Grunde genommen ist das eine Diskussion, die man als oder als pflegender Angehöriger, als pflegender Erwerbstätiger nie gewinnen kann. Denn wer hat recht? Ich in meiner Realität, so wie ich das gerade als in Anführungszeichen gesunder Mensch wahrnehme und erlebe, oder der Mensch, der jetzt gerade in seiner kompletten Realität ist, in seiner eigenen Realität, wo es völlig anders aussieht. Ja, und jetzt stellen wir uns einfach mal folgendes Beispiel vor oder folgende Situation, wo ich gerne auch die Zuhörenden einladen möchte. Wir
die nicht an Demenz erkrankt sind, leben jetzt beispielsweise in Normalien, ja? Und wir wollen einen Menschen mit Demenz der in Anderland lebt, jetzt begleiten und besuchen. Für uns in Normalien ist alles vertraut, ja? Wir kennen die Sitten hier, wir kennen die Gebräuche, wir kennen uns damit aus, wir kennen die vorherrschenden Vorstellungen von Anstand und Etikette. Wir wissen, wie man sich zivilisiert verhält, wie man sich verhalten muss, um nicht gesellschaftlich irgendwie anzuecken. Und wir wissen, dass wir uns in gewissen Situationen in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft beherrschen müssen. Ja, dass wir nicht auszuflippen haben, dass wir uns nicht wie kleine Kinder auf den Boden werfen und toben. Und das machen wir nur in einem vertrauten, ja, in einem vertrauten System, wo wir dann auch mal wütend werden und schreien und über jemanden herziehen und uns aufregen. Wir wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört. So. Und wie betreten wir jetzt dieses Anderland? Und da ist es immer ganz wichtig, die Perspektive auch zu verändern, dass wir uns als Reisende verstehen. Pflegende Angehörige sind Reisebegleiter, die den Menschen mit Demenz auf ihrer Reise in das Anderland, so wie es auch Erich Schützendorf beschreibt, ja, begleiten. Ja? Und jetzt haben wir als pflegende Angehörige im Grunde genommen, Dorothea, zwei Möglichkeiten. Entweder wir reisen in das Anderland und spielen uns auf und sind rechthaberisch, weisen den Menschen darauf zurecht, dass das nicht richtig ist, was er macht, fühlen uns quasi als ein Missionar oder Entwicklungshelfer, dass wir diesen Menschen jetzt sagen müssen, was richtig und was falsch ist. Oder wir sagen, ich reise in das Anderland, wo wirklich alles anders ist, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, aber nur der Mensch, der an Demenz erkrankt ist, kennt sich dort aus. Und ich fühle mich da einfach mal rein. Ich reise in dieses Land und schau mal, was passiert. Also im Grunde genommen fühle ich mich so ein bisschen auch als Entdecker, weil so wie es da ist, damit bin ich in keiner Weise vertraut. Das sagt mir alles überhaupt nichts. Und dann versuche ich einfach, ja, mir das mal anzusehen, das zu entdecken. Ich darf auch über Situationen mal lachen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich dann auch mal über eine Situation weine oder auch wütend werde. Aber im Grunde genommen versuche ich einfach in diese Welt einzutauchen. Und wenn ich das schaffe, was natürlich überhaupt nicht einfach ist, sondern es dauert sehr, sehr Ja, lange, das bis man stimmt, sich ja. auch darauf einstellen kann, das so, ja, erleben zu können. Ja, das ist für einen Angehörigen, für einen Partner ist das unwahrscheinlich schwierig, aber es macht es um vielfältiges einfacher. Ja, es macht es in der Tat einfacher, wenn man so einen Perspektivwechsel vornimmt und sagt, Ja. ich gebe mich da rein in die Situation. Aber trotz alledem, also im Allgemeinen wird ja die Situation mit einem oder die Krankheit ja nicht besser bei einem Demenzkranken. Wie lange halte ich das durch? Ja. Ja, das ist die Frage. Also grundsätzlich muss man sich dessen bewusst sein, wenn eine Diagnose Demenz gestellt wird, dass man nicht absehen kann, wie sich der gesundheitliche Prozess negativ weiterentwickelt. Also bei dem einen dauert die Entwicklung, es gibt ja diese drei Stadien, die wir schon auch besprochen haben in vorherigen Videos. Bei dem einen geht das sehr schnell, bei dem anderen stagniert es. Und es gibt einfach für bestimmte Verhaltensweisen eines Menschen mit Demenz gibt es nicht die Lösung. Das macht es auf der einen Seite so schwer für Angehörige, weil man selber nicht weiß, wie man damit jetzt umgehen muss oder soll. Und auf der anderen Seite hat man unwahrscheinlich viel Spielraum. Man kann jeden Tag neu versuchen. Also wenn der Mensch zum Beispiel jetzt etwas trinken möchte und er erkennt das Glas nicht mehr, weil er auf die Information im Kopf nicht mehr zurückgreifen kann, weil die gelöscht ist, die Nervenzelle, wo das abgespeichert ist, ist einfach weg. Und er weiß, er hat Durst, aber er weiß nicht mehr, woraus man trinkt, sondern steht beispielsweise jetzt eine Blumenvase da oder ein Topf. Und dann macht man da jetzt was zu trinken rein und setzt das an. Ich kann jetzt mich darüber aufregen und sagen, na, Günther,
Woraus trinkst du denn? Aus dem Topf? Das ist so eine Vase, daraus kannst du doch nicht trinken. Das macht man nicht. Man trinkt aus einem Glas. Und da schüre ich natürlich unwahrscheinlich viel Konflikte, weil der Günther überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, woraus man trinkt. Er kann auf diese Information im Kopf nicht mehr zurückgreifen. Die ist gelöscht. Und entweder ich weise ihn darauf hin und er merkt sofort an meinem Gesicht, dass er etwas falsch macht. Und das kann natürlich wiederum dazu beitragen, dass er irritiert ist, weil er merkt, ich mache ihn böse. Er macht mich böse, so umgekehrt. Und dann kann es sein, dass er selber wütend wird, dass er traurig wird, aber er kann nicht verstehen, warum ich jetzt gerade so reagiere. Oder ich kann einfach mich umdrehen und sagen, ja, wen stört was? Das ist bei diesem Krankheitsbild ganz, ganz wichtig. Diesen Satz bitte notieren. Wen stört was? Denn oftmals ist es, weil wir sagen, ja, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Was mache ich denn, wenn das jemand sieht? Mich stören die Verhaltensweisen eines Menschen mit Demenz. Und da ist es ganz wichtig, einen Schritt, ja, von der Bordsteinkante zurückzugehen und sagen, okay, wen stört das? Es ist jetzt gerade hier keiner im Haus. Es ist doch völlig egal, ob der Günther jetzt aus dem Wasserglas trinkt oder ob er jetzt aus dem Topf trinkt oder sonst irgendwie was. Ja, er versteht es einfach nicht mehr. Und da ist es gerade ganz, ganz wichtig, wenn man die Diagnose erfährt, dass man sich ein Helfernetzwerk knüpft, dass man schaut, wer ist an Familie da, wer ist an Nachbarn da, wer ist an Freunde da. Und dann wirklich von montags bis sonntags schaut, wer kann was übernehmen? Das ist ganz, also das damit steht und fällt ganz, 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 ganz viel. Denn wir brauchen eine Auszeit von der Versorgungssituation. Es wird die pflegenden Angehörigen früher oder später krank machen, psychisch krank, körperlich krank. Und deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang zu schauen, wo kriege ich Beratung her? Wo kriege ich langfristig beratende Unterstützung her? Wie kann ich ein Hilfenetz knüpfen, damit ich weiß, okay, ich kann mir zu den und den und den Zeiten, kann ich mir selber Freiräume schaffen. Und dann ist es egal, ob ich einfach eine Stunde spazieren gehe oder ob ich beispielsweise selber meine Arzttermine wahrnehme oder einfach einkaufen gehe, ohne Ruheinseln, wo ich als pflegender Angehöriger Kraft tanken kann, Luft habe zum Auf- und zum Durchatmen. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und selbst wenn ich diese Hilfen in Anspruch nehme und ganz klare Tagesstruktur auch habe, die enorm wichtig ist mit definierten Auszeiten, kann es auch sein, dass irgendwann sich der gesundheitliche Zustand eines Menschen mit Demenz so verändert, dass er nicht mehr zu Hause sein kann. Das heißt, dass wir beispielsweise erstmal teilstationär gucken. Können wir beispielsweise den Menschen mit Demenz in eine Tagespflege bringen, einmal die Woche, dreimal die Woche, jeden Tag? Und er ist dann von morgens um 8 Uhr bis beispielsweise mittags um 16 Uhr da. Oder wenn das auch nicht mehr funktioniert, weil er beispielsweise einen umgekehrten Tag-Nacht-Rhythmus hat, nachts komplett wach ist, nicht schläft, dann vielleicht ständig raus möchte, vielleicht auch Aggressionen entwickelt, komische Verhaltensweisen, mit denen der pflegende Angehörige nicht umgehen kann, dann kann es natürlich auch sein und dann darf es auch sein, dass man in Erwägung zieht, dass jemand in eine stationäre Einrichtung kommt, sprich in eine Altenhilfeeinrichtung. Und das ist ganz wichtig. Bitte immer schauen, dass eine Einrichtung, wenn dieser Schritt gegangen werden muss, aus welchen Gründen auch immer, dass diese Einrichtung konzeptionell auf Menschen mit Demenz abgestimmt ist. Das Ja, ist ganz wichtig. es ist ein Riesenunterschied, wenn ich so einfach nur so ein normales Seniorenheim, da kann man jemanden nicht reingeben, ja. Braucht man eigentlich Fachpersonal. Und ja, ich sehe schon oder erkenne aus dem, was du sagst, man braucht viele
stützen, wenn ich zu Hause meinen Angehörigen pflege, dann kann ich es nicht alleine machen, sondern ich brauche mindestens 3, 4 Stützen von Angehörigen, dass man so einen Zeitplan macht und sagt, heute Montag bist du da, Dienstag bist du da, dass einfach eine Verteilung auf mehreren Schultern, die das tragen, sonst rastet man aus, sonst geht man kaputt, ja, weil man das einfach nicht ertragen kann. Also ich meine, bei aller Liebe zur Reise in die Anderwelt finde ich sehr, sehr schön, ins Anderland, wie du das beschrieben hast. Aber man, die Welt um einen herum tickt ja anders und so, also normal, also sagen wir mal normal, also was ist schon normal, aber halt anders, ja, und man, oftmals haben ja auch pflegende Angehörige noch einen Beruf, sie haben ja auch noch andere Angehörige, um die sie sich kümmern müssen. Ich glaube, 80 oder 70% aller pflegenden Personen sind Frauen. Das heißt, die sind ja die ganze Stütze und auf denen lastet ja dann nicht nur die Pflege dieses Angehörigen, sondern die haben vielleicht noch Kinder und noch andere berufliche Verpflichtungen, die drehen ja durch, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dieses zu verteilen und halt auch irgendwann, so wie ich dich verstanden habe, zu sagen, okay, wenn es halt nicht mehr geht, dann ist es eigentlich schon für mich schon fast ein Akt der Liebe, jemanden in eine Einrichtung zu geben und dann lieber häufiger hinzugehen und liebevoll zu besuchen, als mit ihm im Streit zu sein, im Unfrieden und ständig vielleicht zu schimpfen. Und da gehen alle auf dem Zahnfleisch zum Schluss, ja. Und es ist kein Gewinn, oder? Nein, es ist überhaupt kein Gewinn und danke, dass du das ansprichst, weil wir gehen irgendwann alle an unseren Grenzen und es ist schwierig, weil dieser tägliche Balanceakt zwischen Beruf, ne, die Leistung, die du im Job bringen musst, ja, du musst ja auch Leistung bringen, weil dafür bekommst du ja auch Geld und das wird ja auch von dir erwartet. Dann hast du Projekte, die umgesetzt werden müssen. Dann bist du vielleicht auch noch Führungskraft, hast noch zusätzlich Führungsverantwortung und dann hast du Familie, schulpflichtige Kinder, hast Partnerschaft und das allem und dem allem irgendwie zurecht oder gerecht zu werden, das ist schon ein riese Balanceakt, ein Riesenbalanceakt, ja. Und wenn dann noch die Pflege und die Verantwortung und die Fürsorge eines nahestehenden Angehörigen, liebgewonnenen Menschen dazukommt, das kommt ja noch on top. Und da ist es wichtig, einfach sich rechtzeitig Unterstützung zu holen im Sinne von Beratung, höchst individuelle, maßgeschneiderte Beratung über einen längeren Zeitraum, weil bis sich das alles eingespielt hat, bis da eine Struktur geschaffen worden ist, bis also die Pflegesituation organisiert worden ist, Ja, das dauert ja eine Zeit lang. das ist in Und der Tat. der zweite Baustein, und das wird komplett außer Acht gelassen, einmal von den pflegenden Angehörigen, seien es jetzt Männer oder Frauen, wobei es viel mehr die Frauen betrifft, Ja. weil Frauen in der Regel schlechter abgeben können, wollen alles so im Blick halten können und verausgaben sich, weil sie meinen, in jedem Lebensbereich 100% geben zu müssen. Aber wer schafft es, in 5, 6 Lebensbereichen 100% zu geben? Das ist Irrsinn. Das ist eigentlich Selbstmord, ja. Und im Grunde genommen muss man dann schauen, wie kann ich Strategien lernen, wie kann ich oder welche Handwerkszeuge nehme ich für mich mit, damit ich meine eigene Gesundheit, meine körperliche Gesundheit und meine eigene psychische Gesundheit ja, aufrechterhalte, stärke, eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbaue, um allen Lebensbereichen plus Pflegeverantwortung gerecht zu werden. Ja? Ja, das Und stimmt. das macht man nicht einfach mal so. Ja. Und unsere Gesellschaft und auch unsere Politik achtet auch noch zu wenig bei pflegenden Angehörigen, Dorothea, auf genau diesen Aspekt der Selbstfürsorge, der Achtsamkeit, ja, weil wenn ich das nicht im Fokus habe, auch präventiv, dann werde ich irgendwann selber krank. Wie oft habe ich es erlebt, dass wirklich pflegende Angehörige, pflegende Beschäftigte, die leisten tagtäglich Großartiges, Großartiges. Aber zu 90%
vergessen die sich selbst. Und sagen immer noch, ja, irgendwie geht's, ich mache das schon, ja. Und es dauert dann oft nicht lange, dann werden die selber krank, dann haben die Bandscheibenvorfälle, dann können die nachts nicht schlafen, entwickeln Depressionen, ja, sind niedergeschlagen, Ja. dann manche entwickeln auch wirklich irgendwelche Ausschläge vor lauter Stress und Belastung oder werden selber schwer krank im Sinne von Schlaganfall oder Krebserkrankung. Und wem ist da bitte geholfen? Ja, man muss ja auch Keiner. bedenken, es gibt ja auch sehr oft eine räumliche Distanz zwischen den Demenzkranken und den pflegenden Angehörigen. Die wohnen dann vielleicht einen Ort weiter und muss dann zunächst noch den Haushalt dort aufrechterhalten. Also wie gesagt, ich kann da ein bisschen mitreden. Ja, ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe mich abgewechselt mit meiner Tochter und das, also nach relativ kurzer Zeit haben wir gemerkt, wir müssen hier eine andere Lösung haben. Das packen wir nicht. Das ist so aufreibend. Ja, dann sind da alle möglichen so Specials passiert, ja, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Man denkt, man geht dahin und erledigt ja eine gewisse Grundversorgung und dann Jeden Tag eine funktioniert das. Überraschung. Nein, das kannst du wirklich gerade vergessen. Da kannst du all deine Zeitpläne über den Haufen werfen. Und wie soll es gehen? Wie soll es gehen? Ja. Und deswegen ist diese, ja, auch die Beratung, du bist ja auch Coach, vor allen Dingen, du bist ja Coach für pflegende Angehörige, die Führungskräfte sind und hilfst ihnen, diese Situation irgendwie in den Griff zu kriegen, auf irgendeine Art zu meistern, wobei du sagst, man kann sie eigentlich gar nicht meistern, und aber den zumindest mal, dass sie nicht völlig zusammenbrechen, ja. Und ja, Es, das weißt ist. du, Dorothea, es kommt ja auch immer darauf an, wie weit lasse ich diesen Prozess voranschreiten, ohne dass ich mir professionelle Hilfe suche. Ja, Ja. also wenn sich schon abzeichnet, dass mit meinen Schwiegereltern, dass mit meinen Eltern, dass mit meinem Mann, mit meiner Frau vielleicht schon, ja, was nicht stimmt, ja, dann erst nicht so lange warten, bis ich dann oder bis das Kind letztendlich in den Brunnen gefallen ist, sondern zu sagen, so, ich suche mir jetzt professionelle Beratung und lege mal einfach die Situation auf den Tisch, wie ich sie persönlich wahrnehme als Kind, als Angehöriger, was auch immer. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann mit einem Experten über diese Situation zu sprechen und zu gucken, okay, wenn es weiter voranschreitet, negativ, welche Möglichkeiten gibt es? Und es gibt Tausende von pflegenden Angehörigen, die wissen nicht, welche Leistungen ihnen zur Verfügung stehen, also auch gesetzlich, ja, einmal aus der Pflegeversicherung, aus der gesetzlichen Krankenkasse. Ja. Es gibt Leistungen, aber sich das selber, dieses Wissen anzueignen, ist schwierig. Aber wenn ich jemanden habe, der diesen Pflegeversicherung oder die Ja. Pflegeversicherungsleistung kennt oder die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse oder darüber hinaus, welche weiteren Leistungen es gibt, die ich mir privat einkaufen kann, dann ist es in der Regel schon sehr gut möglich, über einen längeren Zeitraum ein Hilfenetz zu knüpfen aus informeller Pflege, sprich also aus meiner Unterstützung als Angehöriger, Nachbarn, Freunde plus professionelle Hilfe, Tagespflege, ambulanter Pflegedienst, ja. Nur wenn ich mich nicht auskenne, kann ich kein Hilfenetz knüpfen. Ja. Ja, und so wie ich das sehe und selbst erfahren habe, man muss sich rechtzeitig drum kümmern, denn diese Ja. Einrichtungen sind ja sehr oft auch ausgebucht. Man braucht eine gewisse Zeit, bis man da überhaupt aufgenommen wird mit dem Angehörigen, den man zu pflegen hat. Ja, soweit ich das sehe, geht das nicht so schnell. Ja, also sollte man es frühzeitig beginnen und frühzeitig planen und sehen, ja, was, wenn es weiter fortschreitet, welche Wege kann ich gehen? Also Ja. das Gute ist, du kannst da weiterhelfen, ja, das ist dein Job.
Und deswegen werde ich deine Kontaktdaten unten in die Videobeschreibung hineingeben. Und du stehst zur Verfügung und hilfst. Hast dich darauf spezialisiert, zu helfen, vor allen Dingen pflegenden Angehörigen, die noch im Erwerbsleben sind, die Führungspositionen innehaben, die ja auch da noch gefordert sind zusätzlich, ja. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank, liebe Irini, für dieses Gespräch. Es war wieder sehr inspirierend und hilft weiter. Ich glaube, dass doch so manch ein Angehöriger jetzt doch bei dir eine Hilfe findet. Vielen, vielen lieben Dank und vielen lieben Dank auch fürs Zuschauen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte abonniere diesen Kanal und like und teile und kommentiere, damit wir hier weiter unsere Arbeit machen können. Und lieben Dank und ja, an alle. Ja, danke auch. Bis zum Ja, nächsten Mal. Tschüss. tschüss, liebe Irene.